In diesem Video wollen wir uns ein fortgeschrittenes Beispiel zur Trennung der Variablen anschauen. Trennung der Variablen, da muss die rechte Seite unserer Differenzialgleichung immer von der Form sein, eine Funktion, die nur von x abhängt, mal eine Funktion, die nur von y abhängt. Und wenn wir uns dieses Beispiel 2 Sterne, also das Anfangswertproblem, anschauen, dann wird man erstmal ein Problem haben zu sehen, was hier die Funktion g und was die Funktion h sein soll. So, und deswegen ist das ein etwas fortgeschrittenes Beispiel. Das müssen wir nämlich erst durch einen Trick in die Form umformen, wo wir dann mit Trennung der Variablen was tun können. Und dazu substituieren wir die Formel u ist gleich y geteilt durch x. Ja, und was ist also, das können wir also auch umstellen zu y ist gleich u mal x. So, und jetzt hoffen wir, dass wenn wir das einsetzen, dass dann eine vernünftige rechte Seite herauskommt, bei der wir Trennung der Variablen anwenden können. So, das heißt, wenn wir jetzt y' haben, ist das dasselbe, erstmal rechnen wir mal aus, was das hier gibt, dann ist dasselbe wie u mal x', das ist also dasselbe wie u' mal x plus u ja, mal x', aber x' ist eins, schreiben wir nicht hin, also das ist einfach die Produktregel. So, und das setzen wir jetzt ein in unsere Gleichung Doppelstern. Und das heißt, auf der linken Seite bekommen wir dann gerade u'x plus u ist gerade, also wenn wir das y ersetzen, u, durch, u mal x durch x plus x geteilt durch u mal x. Da, wenn wir kürzen, ist das also auf der rechten Seite u plus 1 durch u. Okay, so, und das Ganze können wir jetzt natürlich noch umstellen. Wir wollen auf der linken Seite jetzt nur noch das u' haben, das heißt, wir ziehen auf beiden Seiten das u ab, dann heißt es, wir haben u'x ist gleich 1 durch u. Und jetzt, weil das x ungleich 0 ist, dürfen wir dadurch noch teilen, das heißt, da haben wir u' ist gleich 1 durch x mal u. So, und jetzt sehen wir, da haben wir jetzt eine Situation, also das können wir auch wieder schreiben als 1 durch x mal 1 durch u. Jetzt habe ich hier meine Funktion g von x. Diesmal habe ich eine Funktion h von u. So, und das ist exakt das Beispiel aus dem anderen Video zur Trennung der Variablen. Das war das Anfangswertproblem, das wir dort Stern genannt haben. Ja, also wir haben hier einmal unsere Differentialgleichung. Wir haben auch den Anfangswert. Wir haben u von 1. Das ist gerade y von 1 geteilt durch 1. Ja, wir erinnern uns, u war ja gerade y geteilt durch x. So, das heißt, wenn wir u von 1 auswerten, dann haben wir y von 1, dafür haben wir einen Startwert, das soll gerade minus 1 durch 1 sein oder mit anderen Worten minus 1. Und dieses Anfangswertproblem hier, das hatten wir Stern genannt und eine Lösung für Stern haben wir schon in einem anderen Video ausgerechnet. Die war gerade gegeben als u von x ist gerade minus Wurzel aus Logarithmus von x Quadrat plus 1. So, das war gerade die Lösung dieser Differentialgleichung. Und jetzt kennen wir das u schon. Wir hatten gesagt, u ist gleich y geteilt durch x. Wir wollten die Differentialgleichung nach y auflösen. Das heißt, wenn wir uns erinnern, u ist gleich y durch x, ist also y gleich u mal x. Oder mit anderen Worten, jetzt kennen wir das u ja schon, das ist also minus x mal Wurzel aus natürlicher Logarithmus von x² plus 1. Ja, das heißt, mit diesem Trick durch die Variablensubstitution haben wir die Gleichung jetzt erstmal auf eine Gleichung zurückgeführt, die sich mit Trennung der Variablen behandeln lässt. Und praktischerweise haben wir schon in dem anderen Video herausgefunden, wie die Lösung dieser Trennung der Variablen-Gleichung ist.